Hallo, ich möchte heute mit euch eine Zupfpizza machen. Ich habe sowas Ähnliches kürzlich im Netz gesehen, da war das Ganze süß, das hat mir nicht ganz so gefallen. Und da habe ich mir gedacht, das müsste man auch anders machen können. Und dabei ist mir ein bisschen Pesto eingefallen und ein Rot und ein Grün. Wie ich diese Pizza gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Und das Ganze kommt jetzt ab in den Grill bei ca. 350 Grad, 12 bis 15 Minuten. Das ist meine Idee von einer Zupfpizza. Sieht geil aus, ist einfach zu machen, ein ganz toller Gästeempfang, gleich mit einem Glas Prosecco oder eben einem Bier in die Hand und dann geht die Party los. Viel Spaß dabei!